Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich aus der Sporthalle Ost in Dippenbüren. Das Spiel Ippenbüren, erste Damen gegen HSG Minhort ist gerade vorbei. Wie ist gelaufen, Werner? Ganz ordentlich, wir haben einen 26:16 Erfolg zu verbuchen. Halbzeit war 13:6. Und alles am allem ganz ordentlich. Nichts, wo man groß meckern könnte, aber auch nicht überbewerten sollte. Von vornherein eine ziemlich kontrollierte Leistung und am Ende sicher und klar nach Hause gespielt. Jetzt war es das, im Hinspiel haben wir einen deutlichen Auswärtserfolg gefeiert gehabt. 23:36 war, glaube ich, das Hinspiel. Man konnte sich also aufs Rückspiel freuen, weil man weiß, Minden ist immer unangenehm zu spielen, weil die eigentlich auch immer viel Harz am Ball haben. Heute hatten wir den Vorteil, dass wir ja zu Hause spielen und ohne Harz gespielt haben. In den ersten Viertelstunde stand es 4:2. Dann wurde Auszeit von beiden Seiten genommen. Was wurde da besprochen? Ja, ganz normal nochmal, dass auf die Struktur hingewiesen wurde. Danach hatten wir eben Angriff, die nötige Ruhe, haben die Chancen gut rausgespielt. Struktur war da und dann lief das Spiel auch. Deckung stand sensationell, mit nur 6 Toren zur Pause, kann man nicht meckern. Insgesamt ein, zwei Fehler, zu viel nach vorne, weil das Tempo zu hoch war, zu viel Hektik, aber alles gut. Was erwartet uns denn jetzt in den nächsten Wochen noch? Es sind noch wenige Spiele. Als nächstes steht, glaube ich, ein Auswärtsspiel an. Das müsste in Dortmund sein, gegen den ASC. Hinspiel ganz knapp verloren und sehr unglücklich in den letzten Sekunden. Was rechnet ihr euch fürs Rückspiel aus? Wir werden unter der Woche trainieren, ganz normal, unbelastet in das Spiel reingehen und dann spielen wir und dann schauen wir am Ende, was bei rumgekommen ist. Gut. Was sonst noch in den nächsten Tagen ansteht, die zweite Dame spielt unter der Woche in Bielefeld, glaube ich. Bei Jöllenbeck, das ist ein Nachholspiel, musste kurzfristig mal verlegt werden. Nochmal danke dafür, dass die Bielefelder da zugestimmt hatten. Dann steht noch nächster Samstag oder Sonntag das Spiel in Brockhagen an. Am 30. auch für die zweite Dame. Heute hat noch die erste Herren gespielt, das Spiel liegt leider nicht vor. Also noch kein Ergebnis. Die dritte Dame spielt am... Die dritte Dame spielt am 31. um 17.30 Uhr gegen DJK Coesfeld, derzeit Tabellenzweiter, die Coesfelder, und so sind Vierter. Mal schauen, da geht mit Sicherheit was. Gut, ansonsten die nächsten Termine, die noch anstehen, ist natürlich der Sparkassen-Cup hier in Nippenbüren vom 14.06. bis zum 16.06. Ist immer viel los, kommt vorbei, wir freuen uns auf jeden, der da ist. Wer mit nach Dortmund möchte, gibt es da noch Möglichkeiten? Im Bus mitzufahren oder fahren wir da alle privat hin? Soweit bekannt ist, fahren wir da alle privat hin. Autobahn dürfte bis dahin frei sein, keine Staus und machen wir die Halle voll und machen wir ein gefühltes Heimspiel. Gut, dann freuen wir uns drauf, wenn wir euch alle nächste Woche in Dortmund begrüßen dürfen. Drückt uns die Daumen, falls ihr nicht da sein könnt. Ansonsten einen schönen guten Abend und ein Glück auf in die Runde. Bis dann.